Der UN-Sicherheitsrat konnte sich nicht auf die Verlängerung eines Hilfsprogramms für Syrien einigen. Zwei konkurrierende Resolutionen wurden von Russland einerseits und den USA, Großbritannien und Frankreich andererseits abgelehnt. Damit sind Millionen Menschen von lebenswichtiger humanitärer Hilfe abgeschnitten. Der wichtige Grenzübergang Bab al-Hawar, über den 85% aller Güter für den von Rebellen kontrollierten Nordwesten Syriens geliefert werden, bleibt demnach ohne UN-Mandat vorerst geschlossen.